Ja, was können wir noch reden? Und über Meerschweindl? Na, deppert, über Meerschweindl, ich weiß überhaupt nichts über Meerschweindl. Über Meerschweindl weiß ich Gott so viel, das sind Nagetiere und machen kleine schwarze Bämmerl. Das weiß ich. Meerschweinchen, das weiß ich. Genau. Und wenn man es am Schoß nimmt, dann schiffen sie die an. Das weiß ich auch. Ja. So, genau. Und Ei, Ei. Und wenn man, genau, und wenn man dann so Ei, Ei macht, dann so brummen, so. Fast wie ein Kotz, aber ein bisschen stärker, heftiger. Mir ist das einmal passiert mit einem Zwergkaninchen, da hat eine Freundin gesagt, da, schau her, da, nimm es einmal, du sollst einmal ein bisschen streicheln. Und ich nehme das Kaninchen und tue so streicheln und dann kam der Blick. Der ist beim Kaninchen und beim Menschen völlig gleich. Diese, wo man abdriftet so in eine Trance. Kennen Sie das? Schau her, ich weiß nicht, wo man das jetzt bis zuletzt, aber das ist so, ja, so die Augenlider gehen auf Halbmast, der Mund wird irgendwie brat, man freut sich so total und dann habe ich gewusst, jetzt schifft es. Und zwar, also, dass aus so einem Zwergkaninchen so viel rauskommt, das war mir schleierhaft. Und du merkst es auch nicht gleich, weil es ja angenehm warm ist, wenn das da jetzt einmal so. Ja, gut. Dann haben wir auf jeden Fall mal, es wäre sehr gelacht, ich habe das mit Humor genommen und sehr gelacht und dann habe ich mir gedacht, schau, wenn man das in 20 Jahren passiert, ja, dann werden wir nicht wissen, wer von uns zwei gerade geschifft hat. Ne? Ja, wie auch immer. Mehr fällt mir zu Meerschweinchen nicht ein, wie der Sohn.